Buffo, guck dir mal den kleinen Kerl an. Was für ein lustiges Gesicht. Und seine Ohren, die stehen einen Meter ab. Aber noch ulkiger ist seine Nase. Hey! So darfst du nicht über unseren Kumpel reden, du Null. Ja, mach dich nicht über Quickly lustig. Über mich? Ich dachte, der Kleine spricht über dich. Naja, keiner von euch ist eine ausgesprochen klassische Schönheit. Aber das heißt nicht, dass du sie daran erinnern musst. Du kannst dich auf was gefasst machen. Nein, wartet! Ich kann's erklären. Ich hab über vergiss es. Wir sind ja nicht nachtragend. Es ist immer ein Vergnügen, dich zu treffen, Doof-Doof. Mann, was für eine Schweinerei! Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Aber noch nie so was Schlimmes gerochen. Easy, sachte, sachte. Hör auf, das kitzelt. Warte mal, ich kenn dich doch. Und wenn du es wirklich bist, dann gehörst du zu... Nimm sofort dein schmutziges Gesicht von seiner Zunge! Eine ekelhafte Mischung aus abgelaufenem Joghurt und vergammeltem Feta-Käse. Mit leichter Note von ranzigem Speck, garniert mit verfaulten Tomatenstücken. Puh. Was ich meinte war, es stinkt zum Himmel, dass ich Tafelputzdienst hab, bloß weil Miss Sauerpickels Hund mein Gesicht abgeleckt hat. Miss Sauerpickel, das ist ein klarer Verstoß gegen die Schulvorschriften. Entfernen Sie Ihren Köter sofort aus dem Schulgebäude. Hm? Ah, nein, stopp! Wischmopp ist kein Köter. Aber ein Wischmopp ist er auch nicht. Hey, was haben Sie denn, Boss? Müssen Sie dringend mal oder was ist los? Hund, raus, Schule! Unsinn, Wischmopp ist eine reinrassige Siegerin. Jedenfalls wird sie bald eine sein, als Beste bei der Worcestershire Hundeshow. Sie ist viel zu wertvoll, um zu Hause zu bleiben. Und bis sie gewinnt, werde ich mein schnuckeliges Schnucki-Putzi nicht ein putziges Minütchen alleine lassen. Das ist unhygienisch und verbreitet Krankheiten und... was ist das für ein Gestank? Yay! Wischmopp, nein! Stopp, nein! Das kitzelt! Wischmopp, nein! Du weißt doch nicht, wo dieser schmutzige Gassenjunge überall war. Ich hab dich gewarnt, dass mein Schnurzelpurzel dich nicht berühren darf. Ein Dutzendmal nachsitzen wird dich vielleicht daran erinnern, dass du mein Schätzelchen nicht so aufregen sollst. Genau, Tutu. Guck, wozu du den dummen Hund gebracht hast. Wie können Sie es wagen? Mein Herzblatt würde nie im Leben sein Geschäft auf dem Boden machen. Na, wenn der dumme Köter da nicht hingemacht hat, dann schätze ich, kann es ja nur noch... Kommt sie nicht rein, Lars! Egal, wer es gewesen ist, es ist deine Schuld, Tutu. Also wisch es auf. Oh. Ist die Luft rein? Meine 300-Dollar-Schuhe sind ruiniert. Das macht 2 Dutzend Mal nachsitzen für dich, Tutu. Husch, Wischmopp, geh da runter.
Wie kannst du es wagen, mein Putzilein zu scheuchen? Das ist ihr Sitz. Du kannst dich dahin setzen. Sitz, Tutu, sitz! Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, eure Testergebnisse. Test? Habe ich einen Test versäumt? Ja, und dafür kriegst du eine dicke, fette 6. Und weil du den Unterricht geschwänzt hast, musst du ein Dutzend Mal nachsetzen. Aber ich hab doch nicht geschwänzt. Ich musste die Bürsten reinigen. Wirst du jetzt auch noch aufmüpfig, Tutu? Dafür wirst du nachher deine Mittagspause damit verbringen, die alten Kaugummis unter meinem Tisch abzukratzen. Oh. Ich hatte noch nie so viele Hausaufgaben auf. Nie im Leben. Und wir, der Rest von der Klasse, wir haben gar keine. Keine Hausaufgaben. Das ist so erfrischend, wie in einem Feiertagsanzug durch hohes, nasses Gras zu rennen. Man muss natürlich auf die Disteln achten. Sauerpickel hat mich heute sogar angelächelt. Naja, sie hat nicht wirklich gelächelt. Aber sie hat nicht gefaucht und sie hat mich auch nicht böse angeguckt. Ungefähr so? Ja, genau so. Wow, das kannst du gut. Das ist kein Wunder. Ich habe das den ganzen Tag lang gesehen. Je größer ihr Hass auf Jacob ist, umso kleiner ist ihr Hass auf uns. Danke, Jacob. Ja, mach nur weiter so, Pupsnase. Also dann, bis morgen. Tschüss, Jacob. Tut mir leid, mein Putzilein, aber Mami Putzi braucht unbedingt noch ein putziges, fluffiges Pflegeshampoo und Ohrenschmalzentferner für die Hundeshow. Siehst du, hier ist genug frische Luft drin. Ich brauche nur eine Minute, Schnurzelpurzel, bin gleich wieder da. Wischmopp! Oh nein, nicht schon wieder. Dein Frauchen hat mich deinetwegen schon lang genug zum Nachsitzen verdonnert. Ich schätze, das ist nicht wirklich dein Fehler. Ich würde wahrscheinlich auch knurren und auf den Fußboden pieseln, wenn ich bei Miss Sauerpickel leben müsste. Hey, wenn du nicht kläffst, bist du gar nicht übel. Du bist eigentlich... Das ist nur eine kleine Miezekatze, keine Aufregung. Halt, nein! Wischmopp! Was hast du mit meinem Putzilein gemacht? Nichts! Ihr Putzilein läuft da entlang! Sie läuft da entlang! Wischmopp, komm zurück! Fang sie ein oder du wirst noch für meine Enkel die Tafelbürsten reinigen. Ja, mach ich! Ja, mach ich! Tutu, du hast mir mein kleines Schnurzelpurzelwurzel gerettet. Du bist mein Held. Ab jetzt gibt es für dich keine Hausaufgaben und kein Nachsitzen. Puff, verschwunden. Das ist Wischmopps Art, Danke zu sagen. Lehrer Saba. Hallo Leute, hallo Leute! Du bist ja ganz schön munter für einen, der eine Tonne Hausaufgaben machen musste. Ich wundere mich, dass du noch lebst. Ich habe den Leuten erzählt, ich war der beste Freund von dem Jungen, der an Hausaufgaben gestorben ist. Ich habe sie nicht gemacht. Ich habe sie nicht gemacht. Was? Du widersetzt dich, Miss Sauerpickel? Wow, jetzt bin ich der beste Freund von dem Jungen, der getötet wurde, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Hey, ihr werdet es nicht glauben, aber... Mein Held!
wirklich bequem, mein kleiner Jackie-Schnucki. Was glotzt ihr Idioten so? Ihr seid es nicht wert, den Jungen anzusehen. Nein, kein Junge, ein Gott. Starrt ihn also nicht an und währenddessen schreibt ihr mir 2 Seiten über das Nichtstarren. Und zwar gleich nach diesem Überraschungsmatte-Quiz. Oh, mach dir keine Sorgen, mein Jakey-Pakey. Ich habe deinen Mathe-Test schon benotet. Du kriegst von mir heute eine 1 mit Stern. Eine 1 mit Stern? Ich gebe dir einen Bonus für deine Anwesenheit, Tutu. Die Klasse ist entlassen. Yeah! Doch nicht diese Klasse. Ich meine die gute Klasse, die aus meinem kostbaren Jacob Tutu besteht, der eine Klasse für sich ist. Der Rest von euch kann gehen, wenn ihr die Wurzel aus Pi auf 1000 Stellen hinter dem Komma ausgerechnet habt. Wenn das so weitergeht, redet niemand mehr mit mir für den Rest meines Lebens. Wir reden mit dir, Doof-Doof. Ja. Ja. Okay, genug gequasselt. Mal sehen, was ist heute dran? Essensgeld klauen oder Kaugummi in die Haare? Oh, richtig, es ist Unterhosenmittwoch. Da ist er! Hey, was geht ab? Wir haben ihn schon erwischt. Da geht nichts mehr, Jungs. Der Bund ist völlig ausgeleiert. Ich fühle mich irgendwie so leer. Wischmopp will sich von seinem Lieblingsschüler verabschieden. Und das will ich auch. Ach Mann! Irgendwer hat seinen Schrank schon vollgestopft. Jetzt ist es gar nicht mehr lustig, Jungs. Warte nur bis morgen, Lehrerküsser! Ich dachte, es war schlimmer, als Miss Sauerpickel mich gehasst hat. Aber jetzt, wo sie mich liebt, ist es noch schlimmer. Das liegt an der Verschiebung der Macht. Der Macht? Welcher Macht? Die dunkle Macht von Sauerpickels Hass auf Schüler. Ich hab's schon ausgerechnet. Du teilst X, das ist die Anzahl der Schüler, durch V, Sauerpickels Hass auf ihre Schüler, dann kriegst du P, die Hassmenge pro Schüler. Wenn J, das bist du, X verringert, geht P nach oben. Das bedeutet mehr Hass für uns, weniger für dich. Dann wird Y, der Hass der Schüler auf Sauerpickel, übertragen auf U. Und das bist du. Du meinst, alle hassen mich, weil ich ihr Lieblingsschüler bin? Das wäre eine schnellere, aber weniger wissenschaftliche Darstellung. Ich muss sie dazu bringen, dass sie mich wieder hasst. Ich weiß, ich könnte Antworten schreien, ohne mich zu melden. Oder Kaugummi kauen. Wow, ich wusste nicht, dass du so eine dunkle Seite hast, Jacob. Was für Amateure. Ihr wollt auf die dunkle Seite? Die Profis zeigen euch, wie es geht. Ihr helft mir? Wirklich? Wir verzichten sogar auf eine Beratungsgebühr im Tausch gegen zukünftige exklusive Prügelrechte. Was sagst du, Doof-Doof? Gut? Gut. Okay, nicht vergessen. Kein Augenkontakt. Kein Lächeln. Sei ganz cool, Junge. Präsentier die Zunge. Nee. Viel Glück, Dussel. Möge die Macht mit dir sein. Wer ist verantwortlich für das hier? Ich lasse milde walten, wenn sich der Missetäter jetzt meldet und die Suppe auslöffelt. Ich war's. Ich hab die Kreide in die Bürste getan und das Papier zerrissen. Und das hier ist ein Klassiker. Jacob, du sagst, du bist verantwortlich für diese Schandtaten? Das bin ich. Ja, das bin ich. Jacob! Dann habe ich keine andere Wahl, als dir hiermit den Fairnesspreis zu verleihen. In Anerkennung dafür, dass du selbstlos die Schuld auf dich nimmst, anstelle deiner feigen Klassenkameraden. Schleimer!
Schleimer! Schleimer! Das kann ich kaum glauben. Das haben wir falsch gemacht. Schleimer! 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 Seht euch das bloß mal an. Durch euer Geschrei hat mein kleines Schnuckiputzi Haarspliss gekriegt. Ich muss sie sofort in den Hundesalon bringen. In der Zwischenzeit übertrage ich Jacob Tutu die Klassenaufsicht. Warten Sie! Lassen Sie mich für Schmupp zum Salon bringen. Bitte! Na ja, vielleicht könnte ich dann der Klasse gleich den Test in Quantenphysik geben, indem du eine 1 mit Stern bekommst. In Ordnung, wieso nicht? Geschlossen wegen dringender Floh- und Zeckenbekämpfung. Oh, das muss eine Epidemie in der ganzen Stadt sein. Jeder Hundesalon, bei dem ich war, ist geschlossen wegen... Oh nein, Miss Sauerpickel kriegt einen Anfall. Sie kriegt einen Anfall. Warte mal. Das ist doch gut so. Hey, Schlamm an der Leine. Das wird ein Spaß. Gib her. Warte, warte. Das ist Wischmopp. Sie ist eklig. Ich weiß. Und die Hundeshow ist in einer Stunde. Ist das nicht toll? Toll? Das ist furchtbar. Was hast du dir gedacht? Ich will doch, dass sie mich wieder hasst. Schon vergessen? Na schön, sie wird dich hassen. Und du kommst in die Besserungsanstalt. Besserungsanstalt? Ich will nicht in die Besserungsanstalt. Keine Panik, Kumpel. Wir sind Experten in Problemlösung. Warte, wenn ich's mir überlege... Wir sind Experten im Probleme machen. Wir sind lausig im Lösen. Ist sie nicht wunderschön? Junge, sieht aus wie ein Riesenpopel mit Lippenstift und Eyeliner. Oh, Jakey, Schnucki, wo ist mein Schnurzelpurzelchen? Ist sie schön rausgeputzt und bereit für die große Hundeshow? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Besser es funktioniert, Tutu, oder du musst ewig nachsitzen. Die nächsten 100 Jahre. Und zwar Hundejahre, also Sitz und Platz. Aber ich bin noch kein Hund. Du bist in meinem Hundehaus. Also bist du jetzt auch mein Hund. Ich weiß immer noch nicht, was an diesem Hund verkehrt sein soll. Sie hat Flair. Wow. Und jetzt kommen wir zur offenen Schoßhündchen-Kategorie. Alle Teilnehmer bitte in die Arena. In Ordnung, Tutu, und mach jetzt keinen Blödsinn. Bei Fuß. Und das ist Rakas rasender Rudolf der Dritte. Rudolf ist ein kroatischer Kampfmops. Er ist abgerichtet auf unerwünschte Besucher und faule Verwandte. Und jetzt kommt Miss Sauerpickel und Wischmopp. Wischmopp ist ein Pudel, der ursprünglich fürs Militär gezüchtet wurde. Ich vermute, als Ziel. Mach keine Schwierigkeiten oder das hier wird dein Jahrbuchbild. Also los jetzt! Hey, guckt euch Dumm-Dumm an. Der zieht das hier wirklich durch. Jetzt nicht. Ich bin beschäftigt. Hey, lass den Schäferhund in Ruhe. Voila! Wow, du hast es wirklich drauf, Junge. Quigley ist heiß. Für einen Hund. Ja, das findet sie auch. Oder ist das ein... Er? Leute! Mami! Fein, fein, fein. Sehr fein. Ja! Du schuldest mir was, Tutu, also sitz! Fein. Oh, fein. Hey, so ein Hund bin ich.
Wurzelchen Mamilein wird den bösen Jungen dafür bezahlen lassen. Tutu, du hast in Zukunft keinen Tag Ruhe vor meiner Rache. Selbst wenn du schläfst, werde ich dein schlimmster Albtraum sein. Ja, jetzt ist endlich wieder alles normal. Und jetzt kommt der zweite Platz dieser Hundeshow. Er geht an den niedlichen kleinen Rattenhund. Meine schöne Schnupsi-Wupsi kriegt den zweiten Preis. Und der erste Preis geht an Quigley-Man Styling-Junge, der vierte. Quigley? Du bist ein guter Junge. Was? Warte nur bis zum nächsten Jahr, Bursche. Okay, 1 Million mal nachsitzen plus 1 Million mal Tafelbürsten reinigen ist gleich... Wow! Miss Sauerpickel hasst dich so sehr, dass sie keinen Hass für uns übrig hat. Danke, Jacob. Ist mir ein Vergnügen, Buffo. Hey, Doof-Doof, wie geht's denn so? Tolles Wetter, hä? Wie wär's mit einem Wunder? Genug gequasselt. Was ist heute dran? Oh, mal sehen. Wartet mal, ich weiß. Es ist, guck mal da, Donnerstag. Guck mal da. Hä? Was? Er hat uns überlistet, Jungs. Ich fühle mich so richtig gut drauf. Danke, Doof-Doof. Los, hinterher!